Sind schon auf. Ja. Hallo. Habe hier gerade. Ich liege gerade in meinem Bus. Mitten in der Nacht. Aber gutes WLAN. Kann es nutzen. Und habe die Zeit genutzt, gerade mal noch so ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Und habe dabei halt eben auch gesehen, dass die Bianca noch eine Videoantwort gemacht hatte zu dem Video, was ich gestern hochgeladen habe. Und ich möchte euch bitten, am besten jetzt, bevor ihr dieses Video weiterguckt, einfach mal zu gucken. Es steht ja irgendwo da, dass das ein Antwortvideo zu einem Video von der Bianca ist. Möchte ich euch bitten, da drauf zu gehen, euch das Video mal anzuschauen. Es dauert 5 Minuten und ich finde, ihr könnt auch direkt den Kanal von der Bianca auch mal direkt abonnieren, weil Bianca eine von denen meiner Schwestern ist, der ich sehr dankbar bin, dass sie angefangen hat, ihre Möglichkeit zu nutzen, ihre Gedanken auf Video festzuhalten und auf diese Weise mit uns zu teilen. Und ja, so langsam sehen auch immer mehr Leute, wie dienlich uns allen das ist, dass wir Zugang zu unser aller Gedanken bekommen und nicht mehr nur noch gefilterte, zensierte, sondern unsere und das, was uns bewegt. Und danke, Bianca. Chatelein. Super. Finde ich klasse. Bin richtig stolz auf dich. Finde ich richtig toll. Mir ging dazu zwischendurch was durch den Kopf, was mir just heute erst passiert ist. Und es war eine Situation, in der ich habe eben mit einer Freundin noch drüber gesprochen, ich es gar nicht erst dazu habe kommen lassen, dass Vergebung überhaupt nötig ist. So habe ich es eben im Gespräch mit der Freundin mich sagen hören. Mit der Eva. Hallo, Eva. Ja. War ein, ja, schönes Gespräch. Und zwar geht es darum, ich bin ja gerade in München. Ja, also eigentlich bin ich gerade in Augsburg. Ja. Und ich war aber heute verabredet in München mit der Frau, deren wegen ich eigentlich schon seit Wochen sage, ich komme auf jeden Fall demnächst mal nach München. Die habe ich im Facebook kennengelernt und interessiert mich wirklich einfach mal, wer das ist. So lerne ich ja gerade ganz viele Leute kennen, die im Internet schon interessant für mich waren und ich deswegen da jetzt gerade hinfahre. So, und dann habe ich gestern Abend noch das letzte Mal mit ihr geschrieben und da wurde dann, ja, war halt klar, Freitag treffen wir uns und ich hatte das ganze Wochenende eigentlich für sie reserviert, weil sie auch noch irgendwelche Sachen mit mir unternehmen wollte. Und dann bin ich gestern Abend von Dachau schon nach München gefahren, habe dann heute Morgen eine SMS noch geschrieben, so ich bin jetzt in München, stehe gut auf dem Parkplatz, leg mich jetzt erstmal schlafen und wenn ich wieder wach bin und deine Adresse habe, kann ich zu dir kommen. So. Und dann wurde ich irgendwann heute um 3 Uhr wach. Ich bin nur erst in 5 oder 6 dann zum Schlafen gekommen. Und ja, habe nichts weiter an Reaktionen gehabt. Also ich habe heute überhaupt gar nichts von ihr gehört. Und dann merkte ich, wie mein Ego dann anfing sich zu ärgern und so, und diese üblichen, und ich merkte, wie mein Ego, mein Äffchen auf meiner Schulter, das waren so abgedroschene Phrasen. Die kannte ich nur zu gut. Ja, ist die blöd? Wie kann die nur? Solche Sachen. Die aber, wo ich registrierte, dass das gerade das Äffchen auf meiner Schulter ist, was da gerade quatscht. Und ich es mir einfach angucken konnte und mit diesen Gedanken nicht in Resonanz gegangen bin. Sprich, nicht emotional kompromittiert war, weil ich jetzt versetzt worden bin.
Das war die alte Gewohnheit, auf die Situation zu reagieren. Und ich merkte, dass sich eine neue Gewohnheit breit machte. Weil als ich so hörte, was mein Äffchen so zu sagen hat, war mir klar, nee, das ist ja definitiv nicht, wie ich wahrnehmen will. Hab dem Äffchen gesagt, halt mal bitte die Klappe, weil ich möchte das gerne so wahrnehmen, wie das ist, wenn ich all das, was du gerade von dir gibst, nicht mit da reinbringe. Und nicht sauer bin, sondern etwas anderes tue, nämlich sage, hey, egal was das Mädel gerade erlebt, es wird irgendwelche Gründe dafür geben. Dann einfach in der Lage bin, aus so einer Situation auch was zu machen. Auf die Art habe ich dann halt eben jetzt die Eva heute Abend nochmal einen Abend lang genießen dürfen und sehr tolle Gespräche führen und der Tag war für mich immer noch ein Treffer. Dadurch, dass ich jetzt aber dieser Frau nicht böse sein brauche, brauche ich ihr auch überhaupt gar nichts zu vergeben. Das heißt, vergeben. Gerade keine schlechten Gefühle. Und jetzt weiß ich, jetzt kann alles, es ist offen für alles jetzt. So, jetzt kann es sein, dass sie sich nicht meldet. Aus welchen Gründen auch immer, weiß der Geier. Vielleicht hat sie gerade irgendeinen Typen kennengelernt, den sie ganz toll findet, mit dem sie jetzt zusammen sein will und ich da gerade zum Beispiel nicht mehr ins Konzept passe. Ja, da trifft man sich ja nicht mit irgendwelchen anderen Typen aus dem Internet. Egal, womit man die Zeit mit denen verbringt. Macht man dann nicht, ne? So, okay. Passt schon. So, ich wünsche dir, die du angesprochen bist, alles Gute und, ne, wer weiß, vielleicht rufst du morgen an und dann sehe ich dich doch noch. Ja. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Hauptsache, wir haben immer die Leute vor Augen und vor der Nase und um uns herum, mit denen wir gerade gerne zusammen sein möchten. Solange das gehalten ist, solange wir von Leuten umgeben sind, mit dem wir uns gerne umgeben, es ist gar nicht so schlimm, mit denen nicht zusammen zu sein, mit denen man auch gerade sehr gerne zusammen wäre, aber es gerade einfach nicht sein kann. Das überbrückt die Zeit bis dahin schon mal sehr gut. Und was dann irgendwann kommt, das erleben wir dann. Ne? Dankeschön. Ach so, mit dem Äffchen mache ich mal noch ein Video zu. Ist mir gerade eben eingefallen. Wissen viele von euch ja noch gar nichts drüber, ja? Ja, mach ich auch mal. Danke, für. Egal. Sucht euch was aus. Ich bin einfach dankbar gerade. Objektlos. Jetzt kann ich noch die Story von Claudia erzählen, ne? Die auch so, ne? Auch ein sehr netter Abend. Mit sehr netten Gesprächen. Sehr aufschlussreich. Sehr liebevoll, nachhaltig, nachhallend, ja. Und ja, auch so etwas, was man einfach nicht vorhersehen konnte und feststellt, gerade weil man es nicht vorhersehen konnte, war es wie ein Weihnachtsgeschenk. Ja.
Solche Weihnachtsgeschenke kann man sich eigentlich ganze Jahre machen. Jeden Tag muss man machen.